Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Endlich ist es wieder soweit. Ganz, ganz lange keine Folge mehr gesehen. Heute geht es wieder los. Das ist für mich jetzt alles ein bisschen schwierig, aber ich denke, dass wir das hinkriegen und dann hoffentlich Nürnberg überholen, die eventuell gegen Wiesbaden Probleme haben könnten. Ich hoffe es auf jeden Fall. Dafür müssen wir erstmal gewinnen, auswärts in Heidenheim. Das ist keine einfache Aufgabe. Es gab bestimmt auch das ein oder andere Update zwischendurch, was ich nicht mitbekommen habe. Ja, das ist alles ganz verrückt. So, Stefaniak, der heute für Gotha spielt, ist direkt auf dem Weg. Kann die Flanke aber nicht reinbringen. Und hinten steht jemand. 1-0 Heidenheim. Achte Spielminute. Scheiße. Nächster Schuss kann auch gefährlich enden. Oh, die sind viel schneller als ich. Und was für ein Schuss und Traumtor. Digga, 15. Minute 2-0 schon. Das war absolut krank, das Tor. Ich hasse diese Animation, die fuckt mich so. Ja, dass ich nicht eingespielt bin, das merkt man direkt. Ist natürlich scheiße. Und was soll das denn? Oh, ey, was ein Bullshit. Die sind viel schneller als ich, das ist doch unglaublich. Ich komme nicht hinterher, ne? Hab ich Sprinten irgendwie auf einer anderen Taste oder so? Das gibt's doch nicht, wie krass. Guck dir das an. Ich kann nicht mal einen Ball annehmen, ist er schon an mir vorbeigerannt. Das ist zu heftig gerade. Das ist zu heftig, das. Ich komm nicht drauf klar. Verkacke ich halt gegen Heidenheim, absolut. Es könnte zweistellig werden, sag ich dir ganz ehrlich. Oh, so wichtig von Jeckel und so gut. Weil der Pass wäre in die Mitte und dann wäre es wahrscheinlich das 3-0 gewesen. Aber ja, den weggegrätscht sogar noch zum Abstoß für Fürth. Jeckel kommt wieder nicht hinterher. Die sind viel schneller wieder. Und Sascha Burchert rettet vom 3-0. Dass ich das mal sagen kann. Ja, das ist das Nächste. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Die sind viel schneller. Ich komme nicht hinterher. Der kann den Pass da hinspielen. Ich komme nicht hinterher. Das ist scheiße. Ey. Wie heftig ist das bitte? Ich komme nicht drauf klar, echt. Ich kann nichts machen. Das ist für mich ein gelungener Tag heute. Und das sieht bitter aus, weil ich wirklich das Problem habe, ich komme denen nicht hinterher. Sie sind doppelt so schnell wie ich gefühlt. Was heißt gefühlt? Ich kann sprinten drücken, es passiert nichts. Was? Er kriegt rot! Rote Karte für Heidenheim! Das ist jetzt nochmal eine kleine Chance, ein bisschen Hoffnung. Was heißt eine kleine Chance? Da müssen wir jetzt auch erstmal gucken, wie wir das ausnutzen können oder ob wir das ausnutzen können, aber natürlich ein Mann mehr und das über eine ganze gesamte Halbzeit hinaus. Ja, das geht auch trotzdem so weiter. Digga, ich habe echt keinen Spaß. Ich habe echt so keinen Spaß. Es ist so behindert. Guck dir das an, wie viel schneller diese einfach sind. Seguin kommt ein ganz, ganz gutes Stück voran. Aber nur Fitness weggeballert, mehr nicht. Die spielen das so gut und du kommst denen nicht hinterher. Und in der Mitte, der ist auch schneller wieder. Das ist das 6-0. Das ist so geil. Es ist ja auch nicht so, dass ich nicht spielen kann oder so, dass ich sage, ich bin schlecht. Es ist unmöglich. Du kommst ihm nicht hinterher. Die in der Mitte kommen ihm nicht hinterher. Also das ist quasi alle Anspielstationen, die er hat, die überholen alle meine Spieler und können sich freilaufen. Ich kann ihn nicht decken.
Alter, das ist so ein unfaires Spiel einfach. Und ich weiß nicht, was sich EA dabei gedacht hat. Die Frage ist, ich hatte das noch nie so krass erlebt. Und wir haben uns mit Jan schon gefragt, was die Torwartkarriere, was da schiefgelaufen ist, warum die eine Mannschaft viel, viel krasser ist als die andere. Wir haben uns das die ganze Zeit schon gefragt. Vielleicht ist das der Punkt, dass die einfach viel schneller sind. Und man das nur nicht einstellen kann, weil das halt schon vorneweg so eingestellt ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt gegen den zweiten Gegner spielen, wie das da läuft. Aber guck dir das an. Ich drück Vollsprint durch. Der in der Mitte läuft frei, der hinten läuft frei, der läuft sich frei. Ich komme nirgendwo hinterher. Ja, das wird locker ein 10-0. Das ist so eine Verarsche einfach. Das kannst du so verkaufen gegen dieses Spiel. Und wenn das zweite Spiel jetzt genauso wird, dann ist es halt echt einfach nur FIFA verschuldet, EA verschuldet. Das weiß ich jetzt halt noch nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Aber guck dir das an. Ich kann nichts machen. Nichts. Ich kann nur abwarten, bis die nächste Chance kommt und die nächste und die nächste. Rumgeheule oder nicht, guck dir das an, Alter. Das ist echt zum Kotzen. Ich weiß, dass da wieder welche reinschreiben, so Rumgeheule oder so. Das ist mir schon klar. Das ist jetzt auch nicht das geilste Video, das ist mir auch klar. Aber ich will das so hochladen, genau so. Ich könnte natürlich jetzt einfach in die Einstellung gehen, was verändern und euch dann hier vorgaukeln, das Spiel halt nochmal spielen und euch vorgaukeln, dass das Spiel wäre. Nee, mache ich nicht. Das hier ist FIFA. Ein Mann weniger und ein Tor nach dem anderen. Du kannst nichts machen. Guck, schon wieder. Das ist echt so ein Bullshit. Das hat ja auch nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun oder so. Weil, nur weil ich einen höheren Schwierigkeitsgrad habe, da kann es doch nicht sein, dass die schneller sind als meine Spieler. Die kriegen jeden Ball. Jeden. Alter, meine laufen wie Enten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann das nur noch mal zeigen. Nur noch mal ganz kurz. Meine Spieler, ich habe die nicht angewählt. Nummer 23 und 33. Guck mal, wo die hinlaufen. Die machen ihm quasi diesen Weg genau frei. Es ist unglaublich. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann will mal einer sagen, dass FIFA besser ist als PES. Come on, Alter, leck mich doch am Arsch. Also ich habe mich immer zurückgehalten und ich habe immer gesagt, beide Spiele kaufe ich. Beide Spiele sind ganz angenehm. Das ist halt gut für Lizenzen und für Online, ein bisschen Scheiße machen und so. Und PES ist geiler für Karriere und was auch immer. Aber ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe, ich bin absolut Team Konami. Das passiert in PES, passiert sowas nicht. Torwart springt auch nicht. Das passiert gar nichts. Also Shoutouts an EA. Ihr seid einfach so ein cooler Laden. Ihr macht echt die besten Spiele ever. 14-0. Okay. Ja, das ist natürlich auch geil immer in PES, in FIFA. Dass die hier von 14 Toren 6 anzeigen. Ja. Das sind natürlich Spielhöhepunkte. Statt dass man einfach alle Tore anzeigt. Ja, nee, brauche ich auch kein Interview machen. Also 24-0 Schüsse, 18-0 aufs Tor. So, dann spielen wir zu Hause gegen Bochum. Und dann schauen wir mal rein, wie das läuft. Und da bin ich mal gespannt. Oh, ja, 1-0. Schon mal schön.
Oh, Burchard hält. Doppelt. Ich kann noch nicht genau sagen, ob die jetzt schneller waren, weil sie immer so plötzlich stehen bleiben. So spielen die gerade die ganze Zeit. So rennen, stehen. Siehst du? Das macht keinen Spaß, keine Ahnung. 3-0. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also irgendwas muss hier faul sein. Das. Es kann doch nicht sein, dass ich vor 2 Monaten gespielt habe auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad und das ein oder andere Mal gewinne. Gegen Hamburg zum Beispiel auch extrem gut spiele und fast da 2-3-0 für. Und dann spiele ich 2 Monate später und kick da 14-0 auf die Fresse. 14-0. Also so krass kann der Schwierigkeitsgrad doch nicht irgendwie sich verändert haben, bloß weil ich 2 Monate nicht gespielt habe. Also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich kann ja nicht so schlecht geworden sein. Wenn ich PES zum Beispiel spiele, ja, da kann ich jetzt wieder nichts machen. Es war nur wieder gut gegrätscht. Wenn ich PES zum Beispiel spiele, habe ich auch ein paar Wochen nicht gespielt, dann spiele ich es wieder und es läuft alles gut. 14-0, das ist doch lächerlich. Dass dann ein paar Folgen ready sind. Ja, okay. Wahrscheinlich gibt das Elfmeter. Ich habe den Ball weggepasst. 11 Meter. Ja, wie gesagt, finde ich echt scheiße. Das aber auch aus dem Grund lade ich das einfach so hoch. Dass der nicht drin ist, wundert mich. Aus dem Grund lade ich das einfach so hoch. Jetzt habe ich eine Scheißfolge. Hatte keinen Spaß, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ja. Ist halt einfach behindert. Ja. Kein Bock, noch ein Tor zu kassieren, weil mich das so abfuckt. Ich spiele jetzt die ganze Zeit hin und her. Sonst wäre es jetzt wahrscheinlich schon 8-9-0, aber. Ah ja. Plötzlich spielt dann Laschenpass. Das ist. Das, also, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist einfach ein Scheißspiel. FIFA 20 ist einfach ein Scheißspiel. Ich drück die ganze Zeit X, die ganze Zeit mache ich so. Die Pässe kommen die ganze Zeit an. Und dann plötzlich macht er einfach so einen Pass, der nicht ankommt. So einen Ultralaschenpass. Ich mache ihm das Tor schön frei. So, ich habe euch die Tore jetzt alle erspart, aber es ist dann doch wieder fast 14-0 ausgegangen, 11-0 für Bochum. Kann man machen, ist in Ordnung. Verbuche ich so, ich würde mich trotzdem bedanken fürs Zuschauen. Ihr habt gesehen, wie geil FIFA ist, ich speichere das auf dem externen Ding ab und ja, danke EA. Bis dahin, haut rein, ciao.